Hey, hallo, herzlich willkommen zum OSM-Blog hier am Nachmittag. Ich hoffe, ihr seid alle noch vital und wach und habt noch Lust auf richtig schöne Inhalte, denn hier geht es jetzt ums Routing und zwar um B-Router und B-Router-Web. Viel Spaß! Okay, hallo. Also wir erzählen heute was über Routenplanung mit B-Router und B-Router Web. Und ich fange jetzt an und erkläre erstmal, woraus dieses B-Router-Ökosystem insgesamt besteht. Das hier ist ein schönes Beispiel, dass das Thema jetzt auch in den Printmedien angekommen ist. Was hier gezeigt ist, ist ein Screenshot von B-Router Web. Da wird der Norbert gleich näher drauf eingehen. Aber das ist ein eigenes Projekt. Während das hier ist die B-Router App. Das ist eine App für Android, die dann von anderen Karten-Apps benutzt wird, um ohne Internetverbindung Routen ausrechnen zu können. Aber es gibt jetzt noch mehr, und das wäre jetzt das gesamte Ökosystem. Und die Basis ist natürlich diese B-Router Library, also die Routing Library. Dazu gehört eine Data Supply Chain, die OSM-Daten in das notwendige Format konvertiert, und eine Serverinstanz, die eine API zur Verfügung stellt. So, jetzt gibt es hier den Offline-Bereich, eben schon gesehen, also diese B-Router-App, und die kommuniziert dann über Interprozesskommunikation auf dem Telefon mit anderen Apps, die dann eben Offline-Routing damit machen. Dann gibt es als zweiten großen Bereich den Online-Bereich, also B-Router Web. Und auch da gibt es jetzt schon wieder Derivate und Forks, wie zum Beispiel Bike Ottawa, die darauf aufbauen. Und als dritten Bereich gibt es dann diese Rich Clients, also Route Converter und QMap Check. Also das sind so ganz normale Desktop-Anwendungen. Und die können beides, also die können sowohl die Bibliothek einbinden und damit selber routen, als auch die API benutzen. Aber da gehe ich nicht weiter drauf ein. Ein paar Zahlen dazu. Also wir wissen nicht, wie viele Benutzer das wirklich gibt. Wir können das nur schätzen, aber wir sagen, okay, es ist sechsstellig. Warum sagen wir das? Also Google zählt natürlich. Google sagt, im Play Store sind aktuell 53.000 Active Installs. Also das sind nicht Downloads, das sind wirklich Apps, die momentan noch auf dem Handy sind. Und das gibt halt so ein bisschen ein Gefühl. Wir vermuten, der Online-Bereich ist ähnlich groß oder eher noch größer. Und es gibt ja für die App auch noch andere Distributionskanäle. Also das heißt, wir haben eine sechsstellige Userbase mittlerweile und es wächst. Es wächst mehr im Online-Bereich. Also da ist wirklich Fantasie drin. Im Offline-Bereich ist es ein bisschen schwieriger, weil da ist einfach die Hürde höher, die Einstiegshürde, und es beschränkt sich so ein bisschen auf so ein technikaffines Publikum. Und das ist halt nun mal endlich. So, der zweite Teil, die Routing Engine selbst, wie funktioniert die? Also jetzt wird es ein bisschen technisch, nicht erschrecken. So funktioniert die. Die besteht aus zwei Teilen. Das ist ein Decoder und ein A-Stern-Router. Und das ist eigentlich die zweite Idee, die man so hat, wenn man sowas machen will. Also die erste Idee ist, man macht das nacheinander. Man hat einen Decoder, der dekodiert eine Datei, zum Beispiel eine PBF-Datei, und webt sie in einen Instanzgrafen im Memory. Und dann kommt im zweiten Schritt ein A-Stern-Router und routet in diesem Instanzgrafen und findet eben den richtigen Weg. Das kann man aber nur beschränkt machen, den gesamten Grafen laden, weil wenn das der weltweite Graf ist, gut, vielleicht geht es, aber auf dem Telefon geht es nicht. Und deswegen hier dieses rückgekoppelte Verfahren. Das heißt, gibt keinen Pointer, doch. Dieser Instanzgraf, der hat solche hohlen Nodes am Rand. Und immer wenn der Router so einen hohlen Node trifft, dann sagt er das dem Decoder. Der Decoder dekodiert die entsprechende Kachel und webt sie an diesen Graphen an. Und gleichzeitig zerfällt der Graph auch wieder, wenn der Router da durchgeroutet hat, dann nimmt er diese Verbindungen weg und das fällt wieder auseinander. Das heißt, dieser Instanzgraph ist eigentlich nur so ein Ring. Und jetzt sagen natürlich manche Leute, ja, okay, schön, das ist die Lehrbuchsicht, aber so kann man das nicht ernsthaft machen, wenn man konkurrenzfähige Software haben will. Das ist ja viel zu langsam, hier wird viel zu viel gerechnet. Und die Antwort darauf ist, kann man doch, man muss es einfach nur schnell machen. Und diese drei Zahlen hier, also Datengröße 8% von PBF, Durchsatz 1 Million Nodes pro Sekunde, pro Core und Speicherbedarf kleiner 20 Megabyte, das ist wirklich das Ergebnis einer jahrelangen Entwicklung. Und das habe ich auch nicht alleine gemacht. Da gab es auch internationale Beteiligung. Also das ist eigentlich das, was B-Router ausmacht. Einfaches Konzept, aber performante Umsetzung. Und das ist einfach so, dass es reicht. Das heißt, es reicht sowohl bezüglich Skalierbarkeit. Wir haben also kein Problem,
diese Userbase auf Mietserver für 15 Euro im Monat abzubilden und der ist nur zu 10% ausgelastet. Und wir haben auch kein Problem mit Benutzern, die jetzt sagen, der einzelne Request dauert zu lange. Also gab es lange keine Klagen mehr. Deswegen dieses alte Dilemma hier im Routing, dass man dieses Zieldreieck hat und sich entscheiden muss, wenn man Geschwindigkeit haben will, okay, dann muss man irgendwas opfern. Entweder Genauigkeit opfern oder Flexibilität. Das gibt es eigentlich so nicht mehr. Das heißt, B-Router opfert gar nichts. Der ist genau und flexibel und hat trotzdem kein Problem mit der Geschwindigkeit. Das hier ist nicht der Ausblick, sondern das ist eine Folie, die ist 5 Jahre alt, von der Foskis in Münster. Und das war damals der Ausblick und da war das Projekt noch nicht so weit. Aber erfreulich ist halt, dass von dem, was damals auf der Liste stand, doch einiges grün geworden ist. Das heißt, es ging wirklich weiter. Gut, 5 Jahre ist auch eine lange Zeit. Aber das ist nicht alles, sondern im Rückblick sind noch mehr Dinge passiert. Die meisten davon sind eher technisch, aber das sind so diese Themen, die diesen hohen Durchsatz ermöglicht haben. Aber zum Beispiel hier, was jüngst noch passiert ist, ist der tägliche Datenrefresh und die Möglichkeit, die Daten auf dem Telefon inkrementell abzudaten, ohne dass ich jedes Mal den vollen Download brauche. Und das ist natürlich für Mapper sehr wichtig. Die können dann sehr einfach auf dem Telefon die Daten tagesaktuell halten, ohne viel Daten zu verbrauchen. Den Ausblick, gut, den spare ich mir jetzt mal. Also es gibt natürlich Themen, die stehen sozusagen auf einer virtuellen Liste, die sind auch interessant, die werden auch nachgefragt. Mal sehen, was da passiert. Jetzt noch ganz kurz zum Offline-Routing auf Handys. Das mache ich jetzt mal per Screencast. Ich hoffe, dass die Umschaltung hier funktioniert. Na, eben ging es noch. Also ich zeige es mal mit Locus, obwohl jetzt Locus keine Open Source ist. Das ist von der Open Source Konferenz ein bisschen dumm, aber ich persönlich benutze Locus. Und da ist B-Router einfach konfiguriert als Routing-Plugin. Das heißt, man benutzt Locus einfach, wie man es eben so benutzt. Ich suche mir den Zielort, wo ich hin will. Das ist jetzt in dem Fall die Jugendherberge in Freiburg, wo ich wohne. Sage, ich will da hinrouten. Und sage, ich will mit dem Fahrrad fahren. Und dann macht er das. Und dann tue ich das wieder neu zentrieren auf den Startpunkt, tue es in Bewegungsrichtung ausrichten und kann das abfahren mit Sprachansagen, alles, was man haben will. Also das ist längst etabliert seit Jahren und wird, wie gesagt, auch von zigtausenden Leuten so benutzt. Jetzt mache ich mal eine längere Strecke. Ich könnte das genauso gut mit Locus machen, jetzt stattdessen nach Karlsruhe routen. Ich mache es mal mit der traditionellen Methode, mit der B-Router-App selber, einfach weil diese Animation der A-Stern und des A-Stern-Routings so interessant ist. Das heißt, jetzt sehe ich hier wirklich, wie der Router arbeitet, wie er sich da seinen Weg sucht, welche Fläche er wirklich absucht nach dem besten Weg. Ich sehe, das ist ein bisschen nach links gerückt, weil rechts ist der Schwarzwald im Weg. Aber ich sehe also die Route nach Karlsruhe, 150 Kilometer hat er jetzt in wenigen Sekunden gemacht, auf dem Telefon. Auf dem Server geht es ja 10-mal schneller. Also das heißt, das funktioniert alles eigentlich ganz gut. Und damit bin ich mit meinem Teil auch schon durch. Und übergebe dann an den Norbert. Irgendwie habe ich das jetzt umgeschaltet und muss zurückschalten auf den Fullscreen. F5 war das eigentlich. Hier ist was offen, glaube ich, kann das sein. Okay. Ah, okay. Ja, ich möchte gerne noch auf B-Router Web eingehen und da ein paar Besonderheiten hervorheben. Viele kennen B-Router Web vielleicht schon. Das hat sich von einer einfachen Online-Demo zu einer umfangreicheren
Web-Applikationen entwickelt, dass viele bereits zur Routenplanung verwenden. Entstanden ist das Ganze, beziehungsweise ich selbst habe das den Berouter kennengelernt, als Arndt den 2013 im OpenStreetMap Forum im Deutschen vorgestellt hat und habe den Arndt dann kurz darauf auch persönlich kennengelernt, und zwar vom Hackweekend bei der Geofabrik in Karlsruhe. Und ein paar Monate später gab es dann im Forum eine Diskussion, ob der Arndt den Webclient oder die Webdemo, die er angeboten hat, noch weiter ausbauen will. Und er hat gemeint, dass er sich da auf die App konzentrieren will. Da entstand halt die Idee und ein erster Test, das mit Leaflet auszubauen und selbst zu machen. Und dann ein halbes Jahr später waren sowohl Berouter und auch Berouter Web dann als Open Source auf GitHub veröffentlicht. Und Arndt hat dann das Berouter Web auch bei sich auf dem Server online gestellt und kann seither dort verwendet werden. Was mir besonders wichtig war, ist, dass man die Route direkt per einfachen Mausklick in der Karte zeichnen kann. Das kann ich vielleicht gerade... live mal zeigen. Das heißt, man kann jetzt direkt in die Karte klicken und hat einen Startpunkt. Und so eine Zeichenlinie und kann jetzt da nicht nur Via-Punkte per Ziel einfügen, sondern ich kann jetzt die Route weiter fortführen, indem ich beliebig Endpunkte an die Route oder an den letzten Punkt anhänge. Ein anderes tolles Feature von Berouter ist, dass es Sperrflächen gibt. Das heißt, ich kann bestimmte Gebiete oder auch einzelne Straßen ausschließen, indem ich so einen Sperrkreis zeichne, und dementsprechend passt sich die Route drauf an und routet um diese Sperrfläche drumherum. Genau, das war jetzt noch dieser Sperrkreis-Funktion. Da gab es noch einen Beitrag, das zu erweitern, und zwar, dass man Sperrkreise nicht nur im Client zeichnen kann, sondern auch aus einer GeoJSON-Datei laden kann. Das gilt dann für sämtliche Geometrien, für Punkt, Linie, Polygon. Man kann beim Laden auch noch eine Gewichtung eingeben, wenn man die Fläche nicht vollständig sperren will, sondern nur mit Kosten versehen beim Durchfahren. Und einen Radius für Punkte angeben und zusätzlich noch, besonders für Linien interessant, einen Puffer angeben, um die Sperrfläche größer zu machen. Eine andere Funktion, ein anderer Beitrag ist, dass man eigene Poise hinzufügen kann. Das heißt, man setzt einen Marker auf der Karte, gibt noch einen Namen dazu ein, und das dient dann dazu, dass es beim Export in der GBX-Datei als Waypoint gespeichert wird. Zusätzlich zu den Standardkarten, die schon vorgegeben sind, kann ich mir aber auch noch weitere Karten hinzufügen. Das ist noch in einem extra Button verborgen, dass es nicht zu viele Karten auf einmal sind. Ich kann mir da jetzt eben aus einer Liste Karten auswählen. Es gibt auch noch eine Vorschau dazu und entsprechende Geometrien hinterlegt, was die Abdeckung bei regionalen Karten angeht, und kann die dann entsprechend hinzufügen. Wem das noch nicht reicht, es gibt auch die Möglichkeit, noch weitere Teilserver anzubinden, indem man so eine XYZ-URL eingeben kann. Dann die Besonderheit ebenso ist, dass man die Routing-Profile für die verschiedenen Radprofile oder Auto sich im Client anzeigen kann. Das heißt, es ist keine Blackbox mehr, sondern ich kann schauen, was der Router denn da genau macht, und zum Beispiel nachschauen, wenn ich ein bestimmtes Tag suche, ob das verwendet wird oder wie es verwendet wird, kann ich da eben schauen, was da gemacht wird. Und ich kann mir das nicht nur anzeigen lassen, sondern tatsächlich auch das Profil anpassen zur Laufzeit. Das ist ein großer Unterschied dann zu OSRM, die Profile vorberechnen müssen. Hier durch das flexible Routing kann ich aber auch tatsächlich, wenn ich bestimmte andere Straßen bevorzugen will als das Standardprofil, das entsprechend ändern.
Neu hinzugekommen ist kürzlich, dass ich mir zu dem Profil, für die, denen das zu technisch ist, auch je Profil ein Formular dynamisch generiert wird. Das heißt, ich habe dann so eine grafische Oberfläche mit den Optionen und welche Felder dort in diesem Formular erscheinen, das ist im Profil selber definiert mit einer bestimmten Syntax. Das heißt, im Kommentar steht dann in einer bestimmten Reihenfolge, welches Property das ist und eine Beschreibung dazu und was für ein Typ. Zusätzlich, wenn ich wissen möchte, warum jetzt eine bestimmte Straße nicht genommen wurde oder warum der Router genau so routet, wie er das nun mal tut und ich hätte was anderes erwartet, gibt es zum Routenergebnis noch so eine Datenansicht, wo zu den einzelnen Wegsegmenten die berechneten Kosten hinterlegt sind, die der Router veranschlagt für dieses Wegsegment und die verwendeten Tags, die im Profil abgefragt werden. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel schauen, eine häufige Frage ist, warum ein Access Yes geroutet oder ein Access No geroutet wird, obwohl eben die Durchfahrt verboten ist. Und oft ist dann zum Beispiel, dass so ein Route Bicycle drüber geht und das dann trotzdem da drüber routet. Das Ganze kann auch auf Smartphones genutzt werden. Das heißt, das Design ist responsive und passt sie entsprechend auf die Bildschirmgröße an. Zusätzlich zu dem Online-Dienst gibt es auch die Möglichkeit, sich das lokal zu installieren mit dem sogenannten Standalone-ZIP. Da ist sowohl die Routing-Engine mit dem Server als auch der Web-Client verpackt. Und ich habe hier mal die Anleitung dazu gibt es etwas ausführlicher in der README im GitHub, aber so die wesentlichen Kommandos aufgelistet. Das heißt, ich hole mir das ZIP, lade mir das runter, packe es aus und muss dann noch die Konfigurationsdatei umkopieren, damit man das bei einem späteren Update nicht überschreibt, wenn man sich das erneut installiert. Lade mir noch ein entsprechendes Datenfile runter, das ich dann aber auch später selbst aktualisieren muss und kann dann das Ganze mit einem Shell-Skript mit der Startdatei starten und lokal quasi offline betreiben. Was dann online immer noch verwendet wird, sind Karten. Das heißt, ich muss mir noch zusätzlich einen lokalen Teilserver installieren, dann kann ich das tatsächlich komplett auch online offline betreiben. So Installation macht aber auch Sinn, wenn ich meine eigenen Profile definieren will und die Standardprofile quasi verwerfen will und dann nur noch meine eigenen dauerhaft verwenden möchte. Seit kurzem gibt es auch als Dockerfile für den Client. Zu der Implementierung selber. Es basiert hauptsächlich auf Leaflet und einigen Plugins dazu. Wir verwenden noch das Bootstrap-Framework, aber noch kein JS-Framework wie Angular oder React oder so. Das ist höchstens noch so ein zukünftiger Ausblick vielleicht. Und das Routing und auch die Karten basieren natürlich auf OpenStreetMap. Die Höhendaten sind SRTM, die der Berouter verwendet und auch zum Beispiel, um Steigungen zu vermeiden, anwendet. Und auch das Höhenprofil im Client verwendet diese Höhendaten von SRTM. So, die sind entsprechend aufbereitet. Wir haben auch viele Beitragende. Das freut mich besonders, dass es nicht nur ich alleine bin, sondern auch andere Entwickler dazu beigetragen haben. Und damit bedanke ich mich noch für die Aufmerksamkeit und hier noch die Links zu den GitHub-Repositories und zu dem Online-Service. Das Ganze steht sowohl Berouter als auch Berouter Web unter der MIT-Lizenz. Dankeschön. Ja, vielen herzlichen Dank in den Einblick in die beiden Projekte. Wie sieht es denn aus? Gibt es denn Fragen aus dem Publikum? Jawohl, da schießt sofort eine Hand hoch. Ja, vielen Dank. Interessanter Vortrag. Ich habe eine Frage zur lokalen Installation jetzt der Engine. Wäre das zum Beispiel denkbar, dass man das implementiert in einem Plugin und dann in QGIS übernimmt,
Ist da was denkbar oder ist da vielleicht auch schon was geschehen? Ich wüsste jetzt nicht. Ich weiß auch nicht, was da notwendig wäre, um das im QGIS zu integrieren. Da kenne ich mich jetzt persönlich zu wenig aus. Aber denkbar jetzt von der Dimension her? Aber was es denkbar wäre, es auf jeden Fall. Also es braucht relativ wenig Speicher. Und was es halt gibt, ist für diese, das hat der Arndt vorher schon erwähnt, für diese Java-Anwendung, die haben das teilweise den Dienst integriert, aber halt vor allem die Engine an sich. Ich weiß nicht, ob QGIS mit Web-Anwendungen mit JavaScript und HTML umgehen kann. Ja, ich denke, ja. Die hier. Ist gut so. Ja. Die Routing Library zu integrieren ist, glaube ich, nicht das Problem. Das Problem ist, also wenn man zum Beispiel auch Rootkern-Werte anguckt, die haben das ja gemacht, man muss auch diesen Download Manager integrieren, um diese Daten aktuell zu halten. Und das ist natürlich Funktionalität, die man erstmal schaffen muss. Gut, das setzen wir mal jetzt voraus, dass diese einzelnen QGIS-Clients einen Datenshare hätten, wo sie dann regelmäßig oder wo man nach Bedarf dann jeweils die aktuellsten Routing-Daten dann bezieht, um sie dann offline zu verarbeiten. Aber gut, das vorausgesetzt. Aber grundsätzlich denkbar, habe ich so verstanden. Ja. Gut, Dankeschön. Ja, die Frage geht in die gleiche Richtung. Gibt es eine Doku dazu? Ich kenne es beispielsweise vom Routino, da kann man ohne Probleme die reine Routing-Engine jederzeit ansprechen und mit den Ergebnissen nach eigenem Gusto eine eigene App schreiben. Also ich meine jetzt eine lokale Installation auf dem eigenen Server. Ja, Doku könnte immer besser sein. Also ich glaube, da sind wir, wenn man es zum Beispiel mit Graphhopper vergleicht, ein bisschen hinterher. Aber natürlich, man kann das machen. Und es haben ja auch Leute gemacht. Also in Rootkern-Werte und in QMapCheck ist es ja integriert. Und wir helfen da auch natürlich auch gerne nach, wenn das angefragt wird. Ja, Sie sind zu erreichen über diese Website. Ja, genau, oder über meine E-Mail-Adresse. Okay, danke.